Und dort wurden alle Gefangenen in Todes- und Konzentrationslager gebracht. Mein Vater und meine Brüder wurden nach Dachau geschickt, wo sie ein Jahr lang blieben. Es sollte 12 Monate dauern, bis die Nazis über das Schicksal der Semmlers entschieden. Seine Recherche führt Robert Sadloff auf diesen tunesischen Bauernhof und zu der vielleicht erstaunlichsten Geschichte von allen. Der Hinweis kam von einer älteren jüdischen Frau aus Kalifornien. Kurz vor ihrem Tod hatte Annie Bukris Robert Sadloff von einem arabischen Grundbesitzer berichtet, der ihre Familie und eine weitere auf seinem Hof versteckt und ihnen so das Leben gerettet hat. Robert Sadloffs Suche nach dem Mann, der 2 jüdische Familien vor dem Zugriff der Nazis bewahrte, beginnt in New York. Hier lebte Khaled Abdul Wahab einige Zeit in den 30er Jahren. Eine Zeit lang arbeitete er als Fotomodell. Er hatte Architektur, Kunstgeschichte und Archäologie studiert. Er war definitiv ein Mann von Welt. Khaled war ein auffallend attraktiver Mann. Einer seiner Geschäftspartner sagte einmal, dass Khaled vielleicht die Frauen liebte, aber noch mehr liebten die Frauen ihn. Khaled hat nie viel von sich und seinem Leben erzählt. Ahmed Smaoui war einer seiner wenigen Vertrauten. Er war ein sehr, sehr diskreter Mann. Aber ich weiß, dass es in seinem Leben eine sehr bewegte Zeit gegeben hat, während des Zweiten Weltkrieges, dass er damals bestimmte Dinge getan hat. Ich weiß, dass in seinem Haus in Tlalsa, in der Nähe von El Djem, bedeutende Dinge geschehen sind. Selbst Khaleds Tochter weiß nur wenig von den Heldentaten ihres Vaters. Er erzählte mir, dass er während des Krieges einige jüdische Familien aufgenommen hat. Mehr hat er nicht gesagt? Nein, keine Einzelheiten. Nur 3 oder 4 Worte. Um mehr zu erfahren, reist Robert Sadloff erneut nach Paris. Hier trifft er auf die Cousine von Annie Bukris. Und tatsächlich gehörte auch sie zu den Juden, die sich damals bei Khaled versteckt hielten. Edmé Maslia war 11 Jahre alt, als die deutsche Wehrmacht das Haus ihrer Eltern beschlagnahmte. Meine Eltern sagten zu uns, holt eure Sachen, wir gehen fort. Also ließen wir alles zurück, unsere Möbel, alles. Wir nahmen nur unsere Kleider mit. Zunächst wurden Edmés Familie und die ihrer Cousine Annie in einer Olivenfabrik versteckt. Doch sicher waren die jüdischen Familien hier nicht. Sie schwebten in größter Gefahr. Und Khaled Abdul Wahab wusste das. Als die deutschen Mahdier erreichten, beschloss der wohlhabende und angesehene Khaled, die deutschen Offiziere zum Abendessen einzuladen, um zu hören, was sie vorhatten. Khaled erfuhr dabei anscheinend, dass einer der Offiziere ein Auge auf eine jüdische Frau namens Odette Bukris geworfen hatte. Khaled kannte die Familie und wusste, dass Odette Bukris Familie bereits Zuflucht in der Olivenanlage gefunden hatte. In derselben Nacht ging Khaled in die Olivenfabrik und sagte den jüdischen Familien, dass sie hier nicht mehr sicher seien. Khaled nahm sie mit auf seinen Hof und versteckte beide Familien in den Viehställen. Über 60 Jahre später kehrt Edmé zusammen mit Khaleds Tochter Faiza genau an diese Stelle zurück. Ich habe gestern Abend vor dem Schlafengehen viel nachgedacht. Ich war sehr aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin nervös. Es ist ein sehr wichtiger Tag für mich, denn ich fahre mit Edmé zu unserem Hof. Ich glaube, uns verbindet etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, was ich sehen werde. Ich habe Erinnerungen und ich bin gespannt, ob das, was ich sehen werde, meinen Erinnerungen entspricht. Mein Gott, es hat sich alles verändert. Das ist verrückt, verrückt. Das bewegt mich wirklich sehr.
die Erinnerungen an die schreckliche Zeit, die Gefühle. All das überwältigt Edmé. Woran denken Sie in diesem Moment? Mon père? An meinen Vater, meine Mutter, den Krieg. Es ist hart. Aber seitdem ist schon viel Zeit vergangen. Khaleds Hof schien das perfekte Versteck für die beiden jüdischen Familien zu sein. Doch kurz nach ihrer Ankunft schlug ein deutsches Regiment sein Lager direkt neben Khaleds Anwesen auf. Khaled kam zu uns und sagte: Tragt euren gelben Stern nicht. Ich will nicht, dass irgendjemand weiß, dass ihr Juden seid. Edmé sucht nach dem Viehstall, in dem sich die beiden Familien vor den Deutschen versteckt hielten. Dort, siehst du? Da ist es. Das war es. Und da sind die anderen Mauern. Genau da. Wir haben hier gewohnt, an dieser Stelle. Stimmt. Das scheint mir richtig zu sein. Das ist die Stelle. Dort haben wir gewohnt. Anis Familie war da und wir waren dort. Und Sie waren dort? Ja. Direkt daneben. Und nur ein Vorhang zwischen den beiden? Nein, nur ein Vorhang im Eingangsbereich. Ja. Und genau hier wurden die Familien eines Nachts von einem deutschen Soldaten entdeckt. Khaled lud regelmäßig deutsche Soldaten zu sich ein, um über deren Pläne auf dem Laufenden zu sein. Eines Nachts kam ein betrunkener Offizier in den Viehstall, wo sich die beiden jüdischen Familien versteckt hielten. Vermutlich hatte er sich im Garten verlaufen oder ich weiß nicht. Jedenfalls kam er bis zu unserem Gebäude, das heißt zu dem Raum, in dem die Familie Bukris lebte. Und Edmé, voller Angst, musste alles mit anhören. Er kam einfach rein. Es gab ja keine Türen, wir hatten Vorhänge. Er redete 2 Stunden lang auf sie ein. 2 Stunden lang auf diese armen Frauen. Er sagte zu ihnen: Ich weiß, dass ihr Juden seid. Und ich werde euch alle töten. Und mit dir fange ich an. Doch genau in diesem Moment erschien Khaled. Es war, als sei der Messias gekommen. Plötzlich sahen wir, wie sich die Türe dort, wie sich der Vorhang öffnete. Und Khaled kam herein. Er hatte überall nach dem Deutschen gesucht. Und er nahm ihn und führte ihn weg. Glücklicherweise hatte Khaled ihm vorher seine Pistole abgenommen. Er konnte ihn dann irgendwie beruhigen und schickte ihn einfach weg. Am nächsten Morgen sagte er zu uns: Zum Glück hatte ich ihnen ihre Waffen abgenommen, bevor ich ihnen zu essen und zu trinken gab. Sonst hätte es an diesem Abend ein Massaker gegeben. Final chapter in the United Nations drive to seal the doom of the... Im Frühjahr 1944 wendete sich das Blatt für die deutsche Wehrmacht in Tunesien. Sie war plötzlich von 2 Seiten eingekesselt. Die Amerikaner rückten von Osten, die Briten von Westen vor. The Germans' great African war machine collapses. 175,000 surrendered to the Allies in 5 days. Das Leiden der Juden in Nordafrika war zu Ende. Hysterically happy crowds hail the British, the French, the Americans as liberators. Die Zeit der Unterdrückung war beendet. Eagerly, a liberated people destroy all reminders of the Nazi occupation. Das freie Frankreich übernahm die Kontrolle in Nordafrika. Den Verrätern wurde der Prozess gemacht. Unter ihnen war auch Hassan Ferjani, der Mann, der Joseph Semmler und seine beiden Söhne verraten hatte. Hassan Ferjani wurde von den Freien Franzosen verhaftet. Und als sie gegen ihn ermittelten, entdeckten sie Ferjanis schreckliche Rolle in dieser ganzen Geschichte. Terrible de Ferjani dans toute cette affaire. Doch der Tag der Befreiung kam für die Semlers zu spät. Zur selben Zeit, als Ferjani in Tunesien vor Gericht stand, wurden Joseph und seine Söhne von Dachau in das Gefängnis von Halle verlegt. Ferjanis Urteil: 14 Jahre Haft. Die Semlers hatten weniger Glück.
Die höchste Justizinstanz des Dritten Reiches entschied über ihr Schicksal. Sie verurteilte sie 1944 zum Tode. An einem Julimorgen des Jahres 1944 wurden Gilbert, Jean und ihr Vater Joseph aus ihren Zellen geholt. Die drei wurden nacheinander hingerichtet, enthauptet, während die anderen zusehen mussten. Nach Aussage eines Mithäftlings sind die Semlers nur deshalb mit der Guillotine hingerichtet worden, weil sie Juden waren. In seinem letzten Brief an seine Frau Lila drängte Gilbert sie, ihre ganze Liebe ihrem dreijährigen Sohn Frédéric zu geben. Der Brief ist in einem Buch abgedruckt, das Frédéric geschrieben hat. Lehre ihn, dass Geben seliger ist denn Nehmen, dass Freundschaft das größte Glück auf der Welt ist, dass Arbeit Freude macht, wenn sie mit Verstand ausgeführt wird. Es ist schwierig, in einem Brief zu erklären, was ich so gerne selbst täte. Mach einen Ehrenmann aus ihm, einen Mann, der sein Wort hält. Er sagte zu ihr: Lila, ich werde dir jetzt etwas sagen, das mir das Herz bricht. Doch ich glaube, es ist lebenswichtig für dein Glück und für das von Freddy. Lila, du musst wieder heiraten. Mehr als 6 Jahrzehnte später besucht Edmé Maslia die Orte ihrer Kindheit. Erinnerungen an eine Zeit vor dem Krieg, als Araber und Juden dort noch in Harmonie zusammenlebten. Die jüdische Religion wurde respektiert und akzeptiert. Zum Ende des Ramadan schlossen die Juden ihre Geschäfte. Zum jüdischen Neujahrsfest schlossen die Araber ihre Geschäfte. An Yom Kippur war alles geschlossen. Der jüdische Bevölkerungsanteil in Nordafrika ist heute auf 1% geschrumpft. Nach Gründung des jüdischen Staats 1948 zogen viele nach Israel. Dann kam der arabische Nationalismus der 50er Jahre. Er ließ die Vertreibung der Juden wieder aufleben. In Mahdia lebt nur noch ein einziger Jude. Er kümmert sich um die verfallene Synagoge und entzündet am Sabbat die Kerzen. Robert Sadloff will mit seinem Buch Among the Righteous den Grundstein für einen neuen Dialog zwischen Juden und Arabern legen. Ich habe in vielen arabischen Ländern Vorträge zu diesem Thema gehalten und in zahlreichen Ländern Interviews gegeben. Dabei kam es immer wieder zu hitzigen Diskussionen. Man sollte auch den Holocaust untersuchen, der gerade in Palästina passiert. Ich glaube, die erste Abwehrreaktion ist: Weshalb reden wir über den Holocaust an den Juden, wenn doch gerade ein Holocaust an den Palästinensern verübt wird? Aber es gibt einen Holocaust seit 1948, darüber muss geredet werden. Richtig, da sind wir uns einig. Die Araber waren nicht für den Holocaust verantwortlich. Doch einzelne Araber trafen eine persönliche Wahl, zum Guten oder zum Bösen. Selbst unter den Nazis trafen sie ihre Wahl. Bisher wurde der Holocaust fast ausschließlich aus dem Blickwinkel der europäischen Juden betrachtet. Ihr unvorstellbares Leid hat die Erlebnisse der jüdischen Gemeinden in Nordafrika aus dem Bewusstsein der Menschen verdrängt. Robert Sadloff ist bei seinen Recherchen auf zahlreiche Juden gestoßen, die von Arabern gerettet wurden. Da waren 2 oder 3 Deutsche mit Maschinenpistolen. Doch zum Glück war da ein Araber namens Hassin. Sie sind draußen geblieben. Er hielt die Tür mit beiden Händen zu. Als die Deutschen begannen, an die Türen zu klopfen, sagte unsere Nachbarin, die Shelby hieß, zu ihr: Hab Vertrauen. Amana, Amana. Das heißt Vertrauen auf Arabisch. Lass sie bei meinen Kindern und hab keine Angst. Wenn ich diesen arabischen Muslim finden könnte, der meine Familie gerettet hat, dann würde ich ihn küssen, ihn umarmen.